Hallo meine Freunde der Sonne, das sind wir wieder und heute gucken wir uns ein Real Talk Video an und ja, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Lange nicht mal gemacht, auf ein Real Talk Video reagiert, aber ja, schauen wir mal rein. Ne? Was geht, mein Name ist Jonas und willkommen zu einem neuen Video. Habe ich auch wieder lange nicht gesagt. Okay, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber die Tür öffnet sich einfach gerade von alleine und ich mache die Tür normalerweise immer zu. Ich find's gruselig. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mir länger überlegt, was für ein Video ich heute genau drehen möchte. Mich stand selber schon fest, ich möchte wieder eine Art Real Talk machen. Real Talk klingt immer so ein bisschen trocken, aber ich habe gemerkt, über die letzten Wochen, als ich hier Videos hochgeladen habe, und das waren fast alles so Real Talk Videos eher, dass mir das so viel Spaß macht, mir durchzulesen, was ihr dazu zu schreiben habt. Das ist einfach 100-mal mehr wert als irgendein random Comedy Video. Das ist übrigens auch immer so meine Motivation, wieso ich so gerne Real Talks mache. Also viele, ich habe ja sehr viel schon über meine Biografie preisgegeben und ich werde definitiv auch noch ein bisschen was über meine Biografie preisgeben. Und ich finde das immer schön, wenn dann Leute drunter schreiben, danke, du hast mir jetzt gerade mit dem Video geholfen oder ja, in der Situation war ich auch, aber ich habe die Situation etwas anders gehandhabt. Finde ich immer sehr schön, dass man dann mit Leuten sich austauschen kann und sich gegenseitig helfen kann und das motiviert enorm. Das ist also einer meiner Gründe, wieso ich auch so gerne Real-Life-Videos und Real-Talks mache. Wo irgendwelche random Kommentare stehen. Und da ich aktuell, wer mich also in Comedy-Form sehen möchte, ganz viel auf TikTok mache, dachte ich mir, werde ich einfach die Plattform YouTube gerade nutzen, um einfach zu sprechen. Ist ja eher sowieso so Content, der ein bisschen länger ist, der hier kommt. Und ich habe heute ein sehr, sehr cooles Thema. Ich habe extra bei Instagram gefragt, auf was ihr so Lust habt. Und ein Thema hat ganz klar dominiert. Und da dachte ich mir, ich bin quasi dazu prädestiniert, das zu machen, weil es mich selber genauso betrifft, wie vielleicht einen großen Teil von euch da draußen auch. Weil ich weiß nicht, wie es aktuell ist bei den aktuellen Zuschauern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine früheren Zuschauer, also die frühere Community von mir, da waren, glaube ich, super viele introvertiert. Und genau um das Thema geht es heute, um schüchterne, introvertierte, in sich gekehrte Personen und vor allem, warum diese Personen wirklich krasse G's sind, meiner Meinung nach. Ich werde euch erklären, warum. Und wie gesagt, ich selber bin auch so eine Person. In den YouTube-Videos, ganz klar, würde man mir das nicht unbedingt anmerken. Auch wenn ich mal jemanden von euch getroffen habe, dann könnte es mal so gewesen sein. Aber sperrt mich in einen Raum voller fremder Personen und ich sage nichts. Ich bin einfach nur so... Hallo. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Bevor das Video jetzt aber losgeht, habe ich jetzt eine kleine Werbesequenz für euch. Achtung, ich... Das ist übrigens krass. Hatte ich damals auch, dass sobald ich mit fremden Leuten zusammen bin, dass ich... man hat mich gar nicht wahrgenommen. Also ich hätte da wirklich nackt sitzen können. Man hätte mich nicht wahrgenommen. Also zumindest war immer so mein Gefühl. Und ich habe ja auch nie was gesagt. Aber heutzutage muss ich sagen, ich bin ich eher so im Redefluss und vor allen Dingen auch, was das Soziale bei mir angeht, hat sich bei mir extrem verändert. Also ich gehe auch sehr gerne mal auf fremde Menschen einfach mal zu. Nicht auf alle. In der Bahn zum Beispiel würde ich halt schon meine Ruhe haben. Da gehe ich jetzt nicht einfach auf fremde Menschen zu. Obwohl ich sagen muss, ich habe mich da auch sehr oft mal mit... älteren Herren oder älteren Damen unterhalten, weil sie mich zum Beispiel angesprochen haben und da kam, also war vor 3 Wochen, da kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die ist dann auch mit dem Bus gefahren, mit denen ich da auch mal gefahren bin, weil die Bahn ausgefallen ist und ja, die Busfahrt war eine halbe Stunde und ich fand das so interessant, die hat mir so ja, ihr ganzes Leben so ein bisschen erzählt und die war schon wirklich enorm traurig, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt leider weiter. So und aber das fand ich auch schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich extrem schön. Hätte ich mich damals gar nicht getraut. Hab das in Sketchform verpackt, deswegen jetzt ganz viel Spaß damit, let's go. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn los? Ich habe gestern mein Handy geschrottet und obwohl ich es in Reis eingelegt habe, ist es nicht wieder ganz geworden. Okay, hast du eine gute Versicherung abgeschlossen? Kein Plan, ob die gut ist, aber ja, ich hatte eine abgeschlossen. Okay, dann zeig mir. Okay, ja, hier sind meine ganzen Versicherungen. Das ist einmal Deinschlag, Hausratsversicherung, private Haftpflicht. Ist das? Du müsstest eine explizite Handyversicherung abgeschlossen haben. Okay. Weißt du was? Das ist ein YouTube-Video und ich bin mir ganz sicher, dass du mir gleich irgendwas empfehlen wirst, was ich dagegen tun kann. Nein, nicht irgendwas. Ich werde dir die Lösung empfehlen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also auf meinem Handy hier habe ich eine App und da habe ich alle Versicherungen hinterlegt, die ich so habe. Okay, wow, wie heißt die App? Clark. Und das Coole ist, sie ist komplett kostenlos. Pass auf, hier auf meiner Übersichtsseite, da habe ich alle meine Versicherungen hinterlegt. Und das sind alle Versicherungen, die du brauchst? Naja, also wenn du dir da nicht sicher bist, kannst du einfach den Bedarfscheck machen. Also einfach hier draufklicken und dann machst du den Bedarfscheck. Einfach Bedarfscheck starten. Dann füllst du dir einige Fragen aus und da wird dann gecheckt, ob du alles hast, was du in deiner Lebenssituation so brauchst. Und es wird völlig unabhängig geprüft, welche Versicherung am günstigsten für dich ist. Moment, was genau heißt unabhängig? Das ist
abhängig. Cool. Naja, also die App empfiehlt ja nicht irgendwas, wo die eine fette Provision für kriegen, sondern eben das, was unabhängig für dich persönlich am besten ist. Okay, nice. Das passiert leider, man spart sich dadurch ja den ganzen Papierkram. Genau, genau. Und man kann sich direkt beraten lassen. Da kannst du hier unten auf Kontakt gehen. Und da kannst du dich eben individuell von einem Experten zu Versicherung beraten lassen. Einfach hier unten die Nachricht verfassen, kannst noch einen anderen hinzufügen. Geil, Alter. Pass auf, es geht aber noch besser, wenn du jetzt den Link in der Beschreibung anklickst und dir die App Clark holst, dich anmeldest und dann drei bestehende Versicherungen mit reingibst, dann bekommst du einen 45 Euro Amazon. Das ist das neue Google Phone. Der 45 Euro Amazon-Gutschein ist auch nicht schlecht, ne? Es erklärt also, dir, was du siehst. Kann man jetzt auch nicht so wirklich meckern, also... Google Pixel. Findet aber wieder geil, geil verpackt, die Werbung, muss schon wieder sagen. Gutschein. Einfach so, das ist wirklich krass. Und der Link ist in der Beschreibung. Yes, genau. Also viel Spaß damit. Und das gilt übrigens auch für die Zuschauer. Also der Link ist in der Beschreibung, holt euch die App jetzt, ist wirklich sehr, sehr praktisch. Let's go. Also Leute, ihr habt's gehört, Clark ist wirklich ein cooler Begleiter, um Geld zu sparen und vor allem über seine Versicherung informiert zu bleiben. Der Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Kommen wir aber zu dem Thema, worum sich das Video hier dreht. Und wie gesagt, ich habe so fucking Lust darüber gerade zu reden. Als erstes, wenn ihr einen Kommentar schreibt, müsst ihr erstmal vorneweg schreiben, seid ihr introvertiert oder seid ihr eher extrovertiert. Für Leute, die gerade gar nicht genau wissen, wie man was einordnen kann, also Synonyme für introvertiert sind nach innen gekehrt oder verschlossen. Um das so zu verbeispielen, ich habe das ja eben schon am Anfang gesagt, aber wenn ihr Leute seid, die gerade dann, wenn sie auf fremde Personen treffen oder auf Personen, die sie nicht so gut kennen oder selbst bei Personen, die man vielleicht schon besser kennt, aber es große Runden sind, dass man sich oftmals entweder vielleicht nicht so wohl fühlt oder zumindest sehr ruhig ist und nicht jetzt die Person aus dem Raum gestört und kommt und rumschreit und sagt, hey, ich bin da, guckt mich alle an. Und ich schwöre euch, Leute, das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, weil ich auch viel auf Bühnen stand, viel Schauspiel und Moderation gemacht habe und sowieso super viele Menschen getroffen habe. Aber gerade so, bis ich 19, 20 war, war ich eine... Das ist bei uns, wir haben auf Arbeit öfters mal so, was wir den Monat geschafft haben, also so Einnahmen, Ausgaben, einfach mal einen großen Talk halt, ne, mit allen Chefs und sowas, und da dürfen wir aber auch in der Runde auch mal sagen, so, als Mitarbeiter, so, das und das läuft gerade nicht so gut und, ne, einfach mal auch so freischnauzen, auch mal reden, und da fühle ich mich zum Beispiel auch nicht so wohl, weil man weiß jetzt, okay, es gucken einen jetzt von jetzt auf gleich so 20 Leute an, große, ganz große Chef ist dann so noch da und da denkt man sich so, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da, das mag ich auch nicht. Also ich mag, ich habe das ja schon öfters gesagt, ich mag das allgemein gar nicht so im Rampenlicht zu stehen. Es soll aber jetzt nicht bedeuten, dass ich nicht so gerne, keine Ahnung, mit Menschen mich unterhalte und dass ich mal ganz kurz der Fokus bin. Wenn ich halt mal ganz kurz der Fokus bin, wenn es halt nur drei Leute sind, okay. Aber was bei mir zum Beispiel gar nicht geht, ist halt irgendwie, habe ich ja schon öfters mal gesagt, dass ich irgendwie einfach so mal auf die Bühne geholt werde. Oder. Also wenn ich weiß, mir gucken halt extrem, also es klingt halt so weird, ne, weil ich mache YouTube-Videos und ich weiß ja natürlich, es gucken so 20, 30 Leute vielleicht meine Videos an. Aber, ne, zu euch ist ja gerade in dem Moment ja nicht so eine Nähe. Also ihr sitzt ja nie hier in meiner Wohnung, ne, ihr seid ja weit weg, so. Aber wenn ihr jetzt natürlich zu 20, zu 30 jetzt vor mir stehen würde, da würde ich auch so denken, ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt hier im Rampenlicht sein, also muss jetzt nicht sein, kann gerne jemand anders hier hin. Unglaublich introvertierte Person, gerade in der Schule, wenn ich bei meiner Familie war. Aber ihr würdet lachen, aber wenn ihr mich sehen würdet bei einer Familienfeier, ich bin heute immer noch exakt so wie früher. Ich sag fast gar nichts. Ich bin eine sehr beobachtende Person. Das hat sich irgendwie bis heute nicht geändert und ich weiß nicht warum. Aber, pass auf Leute, ich habe mir überlegt, soll ich das Video so machen, dass ich euch versuche, Tipps zu geben, wie ihr extrovertierter seid? Oder, und das finde ich viel besser, denn das werde ich nicht machen, euch Tipps geben. Oder ich sag euch, was es für Vorteile hat, introvertiert zu sein. Und warum meiner Meinung nach, das ist jetzt ein bisschen asozial, das so zu klassifizieren, eigentlich darf ich das gar nicht so. Ich sag's mal plump heraus, introvertierte Menschen sind meiner Meinung nach die besseren Menschen. Okay, das tut mir voll leid für Leute, die so mega extrovertiert sind, so meine ich das gar nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden könnte, wenn ich jetzt hier diesen Raum habe, ich hatte jetzt hier 10 Menschen, die introvertiert sind und jetzt da vorne rumstehen, wo es ist eine Person, die
hier vorne reinkommt und extrovertiert ist, ich würde der Person am liebsten die sofort wieder rausboxen, weil so oft Leute übertrieben auf den Sack, die so extrem extrovertiert sind. In der YouTuber-Szene sind sehr viele Leute introvertiert. Das denkt man nicht, aber sehr viele Menschen sind eigentlich die ruhigeren Personen. Komme ich gleich auch noch zu. Mhm. Es gibt so eine kleine Auswahl an Leuten, die schwacken auch im echten Leben komplett ab und ich hasse die. Das klingt jetzt so, Hass ist so ein mächtiges Wort, so will ich das gar nicht sagen. Ich habe nichts persönlich gegen die. Weil ich mag deren Art nicht. Ich mag das nicht, wenn sich Leute so aufdrängen und es immer um die gehen muss. Wisst ihr, was ich meine? Die gute Nachricht ist, Leute, wenn man introvertiert ist, dann heißt es nicht, dass man im Leben verkackt hat. Ganz im Gegenteil, ich nenne euch gleich die ganzen Vorteile. Vor allem ist aber auch so, Leute wie Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, das sind alles introvertierte Leute. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal Reden von denen angehört habt. So einem Bill Gates merkt man das mittlerweile nicht mehr so an. Der hat, glaube ich, auch wirklich mittlerweile so oft auf Bühnen gestanden, dass der das mittlerweile ganz gut kann. Bei so einem Elon Musk, finde ich, wenn der so rumläuft, merkt man das immer noch sehr krass, so dass der eigentlich eine Person ist. Das sind alles drei eigentlich Leute, die sitzen eher in irgendeinem Raum und entwickeln an irgendwas, arbeiten an was, also mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so. Ist aber auch bei was viele vielleicht auch gar nicht so denken, so bei ganz, ganz vielen Schauspielern ist es so, die vielleicht schon 3-4 Filme gedreht haben, bei denen merkt man das so gar nicht, aber es gibt halt wirklich viele, die fühlen sich da nie wohl, weil die wollen halt ihre Ruhe eigentlich haben. Die machen es, weil es dann auch so ein bisschen ihr Job ist. So einer der größten Beispiele sind jetzt Moderatoren, aber trotzdem einer der größten Beispiele ist zum Beispiel, viele von euch kennen vielleicht Joko und Klaas. Und wer sich so ein bisschen mehr mit den beiden beschäftigt hat, weiß zum Beispiel, wie die beiden ticken, gerade Joko. Ne? Joko ist ja immer noch mega aufgeregt, so gerade vor Auftritten, das sagt er auch manchmal, also wirklich sehr, sehr oft. Und er stellt sich halt ungern in Rampenlicht. Also er lässt halt da auch ganz gerne mal so ein Glas Vortritt und sowas. Das ist aber wirklich bei sehr, das kriegt man wirklich bei vielen Menschen mit. Das kriegt man wirklich bei sehr vielen Menschen mit. Da haben ihre ganzen Mitarbeiter, aber man merkt denen an, dass deren Roots auf jeden Fall diese absolute Introversion ist. Ich finde das super spannend, weil ich finde, das ist schon mal eine gute Nachricht. Also nur weil wir introvertiert sind, heißt das nicht, dass wir niemals irgendwas erreichen werden oder irgendwas in die Richtung. Der erste Vorteil an introvertierten Menschen ist, dass sie meistens Menschen sind, die sehr viel beobachten. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe es, Menschen zu beobachten. Wenn ich irgendwo hinkomme, eine Partysituation oder irgendwie eine Show, eine Feier, wie gesagt, zu meiner Familie vielleicht auch, ich bin meistens so eine Person, ich setze mich meist erstmal hin. Ich bin niemand, der jetzt von alleine auf Leute so zugeht und die anquatscht. So, hey, was geht? Lange nicht gesehen. Irgendwie bin ich das nicht. Wenn man auf mich zukommt, bin ich jetzt nicht jemand, der den dafür in die Fresse schlägt und sagt, verpiss dich bitte. Aber man merkt mir relativ schnell an, dass ich jetzt nicht unbedingt der Typ bin, der mega an Smalltalk interessiert ist. Also lieber sitze ich erstmal irgendwo ruhiger und beobachte die Lage, beobachte die Menschen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen, die introvertiert sind, ein höheres Empathievermögen haben als Menschen, die extrovertiert sind. Leute, die extrovertiert sind, sind meistens eher so outgoing, auf die Leute zu, eher so über sich und alles so fusch. Und Leute, die introvertiert sind, also mehr in sich gekehrt, haben mehr die Chance zu reflektieren darüber, was gerade passiert, die Dynamiken zu beobachten, wie Menschen was machen. Und so würde ich mich selber auch eher einschätzen tatsächlich. Ich mag super gerne. Das mache ich aber auch voll gerne, wie irgendwie so ein Frosch oder eine Eule. Man setzt sich irgendwo hin, so sei es Stadtpark oder sei es mal wirklich so in der Bahn, und man beobachtet einfach mal so die anderen Menschen. Wie reagieren eigentlich andere Menschen? Was für Gesichtszüge machen die, wenn sie gerade keine Emotionen haben? Das klingt total bescheuert, aber das mache ich manchmal. Gerade heute zum Beispiel, ich war heute wieder bei der Spende. Und da ist mir das ganz krass bei der Spende so aufgefallen. Ich habe so gesehen, okay, ich war leider... es ist ein gigantisches Spendenzentrum, also wirklich, die Halle ist gigantisch, hochmodernisiert, und ich weiß gar nicht, wie viele Betten wir haben, 200, 300 Betten. Und ich habe natürlich ein Bett bekommen in der Mitte. Und hier waren alle Pfleger, es waren 6-7 Pfleger. Und ich habe das genau in der Mitte bekommen, so dass mich immer die Pfleger angucken konnten, was natürlich manchmal gemacht worden ist. Und da habe ich mir so überlegt, gucke ich jetzt richtig so? Na, wie soll ich denn jetzt gucken? Soll ich lieber lächeln oder... Na, also ich habe mir solche Gedanken gemacht. Aber was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich die Leute einfach so mal so beobachte. Zum Beispiel neben mir saß einer, der war am Laptop. Ich habe so geguckt, wie guckt denn der eigentlich so? Ja, der hat irgendwie versucht normal zu gucken, aber irgendwie hat er das nicht so wirklich geschafft, weil der hat eher... ja, böse geguckt, also das war vielleicht so sein normaler Blick, also so, also angestrengt böse irgendwie, und das mache ich aber auch ganz gerne, also ich beobachte auch sehr, 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 sehr gerne Menschen und
Müsst ihr mal machen, das ist wirklich interessant. Macht das mal wirklich einen Tag lang, beobachtet einfach mal, setzt euch irgendwo hin, beobachtet mal Menschen. Da findet man irgendwie so viel raus und manchmal stellt man sich so vor, man kann in die Gedankenwelt reingehen von den Menschen, was ja nicht stimmt, aber manchmal mache ich das so, wenn so ein Ehepaar vorbeiläuft, denke ich mir so, das Ehepaar denkt dann im Kopf so, was ist das für einer, wieso sitzen die hier auf der Bank, Mensch, die haben jetzt 22 Uhr, also der müsste eigentlich auf Arbeit sein, ne, so ungefähr. Leute zu sehen und mir anzuschauen, wie sich wer verhält so, aber ich muss nicht immer Teil davon sein, also ich, für mich ist es in Ordnung. Das Problem ist, das, was ich öfter schon beobachtet habe, ist, das Ding ist, es ist oft bei mir so, dass ich an normalem Smalltalk nicht interessiert bin. Ich weiß nicht, wie das bei einem Teil von euch da draußen ist, aber ehrlich jetzt mal, Smalltalk ist scheiße. Ich finde Smalltalk so sinnlos. Smalltalk sagt quasi schon, dass es um nichts geht. Also belangloser Smalltalk beginnt meistens damit, dass man über Sachen redet, die völlig irrelevant sind. Ich finde, sowas kann man sich eigentlich total sparen. Wenn Leute das machen möchten, ist es okay. Aber bei mir ist es öfter so. Zum Beispiel, wenn ich auf Produktion bin, den ganzen anderen Influencern. Ich finde eher Smalltalk manchmal unangenehm. Also man trifft eine Person, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Man trifft eine Person, man fängt irgendwie 2-3 Sätze an und keiner sagt danach mehr was. Da denke ich mir dann immer in dem Moment, oh, soll ich jetzt einfach gehen? Ich weiß jetzt nicht, was ich noch mit der Person quatschen soll. Also wie kommt man aus so einer Situation, also aus so einer Smalltalk-Situation raus? Das finde ich sehr, sehr unangenehm. Wenn man so sagt, hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und das war's dann. Oder was hast du heute so gemacht? Vielleicht dann noch anhängen. Und dann steht man so davor und denkt sich so, ja, ich würde jetzt gerne auch langsam gehen, ich muss noch einkaufen. Scheiße, wie kommt man jetzt aus? Das finde ich mega mega unangenehm, wenn man nie weiß, wie man aus so einer Smalltalk-Situation rauskommt. Und Content-Creatern bei den ganzen Formaten, die wir drehen, ist es ganz oft so. Egal wo ich bin, Leute, die mich nicht so gut kennen, fragen mich immer, das ist immer die erste Frage, die mir gestellt wird, Jonas, ist alles in Ordnung bei dir? So, du bist irgendwie so ruhig, also was... So, du sagst so wenig. Versuch dann immer zu sagen, so, es ist, bin ich so, ich bin nicht wie mein Videos, ich schreie nicht immer rum und ich habe nicht immer zu allem was zu sagen. So, es ist, also gewöhn dich einfach dran, mir geht's nicht schlecht, bei mir ist alles super. Ich sag nur nicht gerne so viel. In Wirklichkeit versteckt sich dahinter aber noch mehr, dass ich auch gar nicht so Lust habe, in so sinnlose Gespräche eingeklinkt zu sein. Ich kann gerne zuhören, das ist für mich in Ordnung, aber ich muss nicht über so Belanglosigkeiten reden. Tiefgründige Gespräche, das ist was super Geiles. Dinge hinterfragen ist was super Cooles. Sobald es um Themen geht, die mich catchen, bin ich auch gerne mit dabei. Aber so belanglose Sachen, so belangloser Talk und no front, aber die meisten dummen Menschen, die ich so kennengelernt habe, das sind genau die Art von extrovertierten Menschen, die immer irgendwas zu sagen haben, was wirklich nichts zur Rolle tut, ist es völlig unwichtig. Und da denke ich mir so, auf sowas habe ich gar keinen Bock, also es ist nicht notwendig. Diese Einstellung klingt jetzt vielleicht fast schon arrogant und das ist ein gutes Stichwort, weil ich weiß nicht, wie das bei einem Teil von euch da draußen ist, aber ich habe schon oft erlebt, dass Leute, die sehr in sich gekehrt sind und introvertierter, die eben erstmal so für sich stehen, über die wird oft im ersten Moment gedacht, dass die arrogant sind oder irgendwelche ignoranten Wichser, die keinen Bock haben. Den Rest was zu tun zu haben. Das ist aber gar nicht der Fall. Also an alle extrovertierten Leute draußen oder Menschen, die schon oft die Beobachtung hatten, die Person ist ja voll arrogant. Manchmal sind die Leute einfach schüchtern oder introvertiert und wollen die Situation eben erstmal beobachten, wie ich auch. Das hat nichts damit zu tun, dass wir denken, dass wir was Besseres sind. Ist ja auch nicht der Fall. Wenn ihr introvertiert seid, dann denkt ihr ja auch nicht über andere, dass ihr über die gestellt seid oder so. Aber es ist schon oft so, dass man... Ich versuche mich gerade so nebenbei ein bisschen einzuordnen. Aber ich tendiere mich selber, also ich würde mich schon selber bei introvertiert einordnen. Aber es stimmt wirklich. Also es wurde mir sogar schon mal gesagt, ich reagiere nie immer auf alle Sachen. Ne? Weil ich will halt auch manchmal meine Ruhe haben und wie das Jonas schon sagte, man beobachtet halt gerne. Und da hat man vielleicht mal in dem Moment einen etwas anderen Blick oder man ist so ein bisschen... Ja, für andere Menschen in Anführungszeichen nie ganz da oder man hat so eine keinen Bock-Einstellung, was gar nicht stimmt. Man traut sich vielleicht in der Situation einfach gar nicht zu agieren, nicht zu handeln. Man möchte einfach in der Situation keine Rolle spielen. Man möchte irgendwie so ein bisschen außerhalb bleiben, wie er schon sagte, so ein bisschen beobachten und sowas. Das stimmt und da kriegt man halt wirklich mal von Leuten gesagt, hier von wegen... Wieso bist du nur eigentlich, wieso läufst du nur so arrogant rum? Was gar nicht so mein Ding ist. So, ich hasse auch arrogante Menschen, ne, die wirklich arrogant sind. Aber das wurde mir zum Beispiel auch schon mal gesagt. Also. Eben lieber erstmal sich ein Bild von der Lage machen möchte. Und wie gesagt, manchmal, wie ich in meinem Fall zum Beispiel, auch einfach gar keinen Bock habe, so jetzt über solche Sachen zu reden, die halt einfach nicht von
relevant sind. Leute, die introvertiert sind, neigen eher dazu, emotionale Gespräche zu führen oder Fragen zu stellen. Und das könntet ihr euch selber auch zum Nutzen zu machen. Also bei mir ist es wirklich oft so, wenn ich mich mal einklinke in Gespräche, dann meistens eben an Stellen, wo ich denke, jetzt möchte ich meinen Input dazu geben oder jetzt finde ich das Gespräch interessant. Oder man hinterfragt mal ein bisschen was, man stellt eine kluge Frage. Also ich finde, es ist 1000-mal mehr wert, in einer Minute mal einmal was Kluges zu sagen, als in 10 Sekunden 100 Bullshit-Sätze. Kann jeder für sich entscheiden, aber für mich ist das erste auf jeden Fall wesentlich attraktiver. So, jetzt aber mal zu den guten Nachrichten, was diese Introvertiertheit mit sich bringt. Weil jetzt gerade denkt man ja erstmal so, okay, man ist vielleicht eher eine schweigsame Person, die Leute denken auch noch über einen, man ist vielleicht arrogant. Vielleicht fühlen sich manche mit ihrer Introversion auch eher unwohl, weil man das Gefühl hat, man gehört vielleicht nicht ganz dazu. Zum Beispiel im Club so, ne? Wenn ich feiern gehe, also früher, jetzt kriege ich das schon fast ein Jahr nicht mehr, aber wenn ich früher feiern gegangen bin, ich bin nicht die Person dazu, die direkt tanzen geht. Ich kann das einfach nicht. Ich möchte es nicht und ich kann es auch nicht. Ich bin nicht die Person, die in irgendeinen Raum kommt, in die Schulklasse damals und erstmal laut Jokes gerissen hat oder so. Das bin ich nicht und das war ich auch nie. So, der Vorteil ist jetzt aber, Introversion macht tatsächlich interessanter. Dadurch, dass man oftmals eben erstmal was ruhiger ist, hat man auch eine sehr ruhige Ausstrahlung und die kann sehr positiv sein. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, und das möchte ich mit auf den Weg geben, wenn ihr introvertiert seid, dann versucht das trotzdem in einer selbstbewussten Art zu tun. Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, introvertiert zu sein, indem man... Weil introvertiert muss man ja auch dazu sagen, ich wollte gerade meine Haare nach hinten machen, also... Ne, merkt ihr selber, ne? Weil ich, okay, egal. Was wollte ich gerade sagen, genau? Introvertierte Personen, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind halt wirklich interessanter, weil sie auch nicht von sich selber aus so viel preisgeben. Ne? Da denkt man sich so, als Mann oder als Frau so, ach ja, da gibt ja gar nicht so viel Preis. Und man weiß ja nicht, vielleicht ist er halt in seiner Freizeit, geht gerne tanzen, ne? Vielleicht alleine oder mit den Eltern oder sowas. Und vielleicht kann er gut tanzen oder vielleicht geht er irgendwas anderes machen. Ne? Also, das ist halt geheimnisvoller und das ist natürlich interessanter, ne? Weil er halt nicht so viel mit seiner offenen Art verrät. Zum Beispiel also stottern irgendwie Menschen. So, da sitzt, Körperhaltung ist so, als würde man mit niemandem was zu tun haben wollen und dann gucke ich noch auf den Boden, damit ich wirklich niemand anspricht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, introvertiert zu sein, indem man einfach mit einer geraden Körperhaltung irgendwo sitzt, gerne auch eine offene Körperhaltung, also wenn man die Hände so hat, dann ist es meist dieses Verschränkte, ist das bitte mit mir nichts zu tun haben, das ist nicht nötig, also warum auch, sondern einfach eine offene Körpersprache. Als Mädchen sitzt man natürlich auch immer ein bisschen anders als Junge meistens, aber... Es liegt einfach dran, weil man ein bisschen frischer ist. Also, ne, ich bin nicht arrogant oder so, oder von wegen, ihr sollt mich nicht in Ruhe lassen. Bei mir ist einfach nur, ich habe Fenster auf und keine Heizung an. Ist ein bisschen frisch, aber es geht. Ist eine Aussage. Als Typ jetzt zum Beispiel vielleicht ein bisschen breitbeiniger, muss nicht sein. Ne? Man kann auch, also ich sitze auch gerne einfach mal so da, mache ich auch gerne. Einfach hier sitzen, ich lasse die Dinge auf mich zukommen, aber ich bin nicht daran interessiert, unbedingt jetzt laut hier durch den Raum zu hüpfen und jedem irgendwas mitzuteilen, was ihn eh nicht interessiert. Sondern ich sitze hier erstmal und beobachte das Ganze. Es hat eine immense Ausstrahlung auf alle Leute. Obwohl man nichts tut, hat es eine immense Ausstrahlung. Man wirkt sofort ein bisschen mysteriös, ein bisschen unantastbar sogar fast, weil man sich fragt, warum ist die Person gerade so ruhig in dieser Situation? Auch zum Beispiel jetzt in so einer Clubsituation. Du musst nicht, ey, es ist voll okay, wenn man Bock hat zu tanzen im Club, dafür sind Clubs ja auch da, ne? Ich werde niemanden dazu motivieren, dass jetzt alle plötzlich nur noch da sitzen. Ich werde dafür ja auch oft kritisiert. Also ich sage dann immer so, ey, ist mein Business, ich habe auch Eintritt für den Club bezahlt, ich kann machen, was ich möchte hier. Aber es gibt genug Leute, die sagen so, du hast ja gar keinen Spaß hier, du sitzt ja hier noch rum. Ist überhaupt nicht so, ich habe ganz viel Spaß. Aber erstmal so die erste halbe Stunde, Stunde, ist es für mich völlig okay, erstmal hier zu sitzen, die Situation anzugucken, das alles ein bisschen zu beobachten, vielleicht einen Drink zu sippen oder so. Irgendwann kommt man dann eh in Stimmung, dann passt alles. Aber für mich ist es nicht mein Ding, direkt Gas zu geben. So, es ist nicht notwendig. Und man kann in dem Moment aber auch gleich interessant wirken, weil man eben nicht direkt alles geben muss, sondern erstmal da sitzt und die Lage einschätzt. Leute, die introvertiert sind, wirken dadurch oftmals eher unerreichbar wie eine Herausforderung. Man möchte herausfinden, was ist mit der Person? Wieso geht die hier jetzt nicht so ab? Oder wieso gesellt die sich jetzt nicht zu den anderen Leuten dazu? Ich schwöre euch, das ist nicht erfunden, aber ab und zu rede ich mit Mädchen, bei denen ich weiß, oder, boah, wie klingt das? Das klingt jetzt so voll, ich möchte nicht, dass das so weird klingt, aber entweder wenn ich was mit Mädchen habe, die ich irgendwie so im echten Leben kennengelernt habe, oder wenn ich merke, es gibt so gewisse, ich sag mal so, ein gewisses erotisches Knistern. Manchmal rede ich mit Leuten darüber, weil mich interessiert so, warum findest du mich spannend oder fandest du mich spannend? Und ich sage euch wirklich, verspreche euch, die meistgenannte Antwort auf diese Frage ist in meinem Fall immer, dass die Mädchen gesagt haben, dass sie am Anfang erstmal mal dachten, ich mag sie nicht. Also es passiert irgendwie jedes Mal. Vor allem aber im zweiten Moment dann immer sagen so, dass ich so wirke wie jemand, der
also so desinteressiert ist und aber auch gleichzeitig so herausfinden wollten, was mit mir ist. Und dann aber, wenn sie einmal mit mir gesprochen haben, dann sehr, sehr überrascht waren, dass ich eben doch was zu sagen habe. Weil es ist so, wenn man einmal ins Gespräch dann kommt mit einer introvertierten Person, wird man bemerken, zwangsweise, und das ist bei mir auch so, ich liebe es, mit introvertierten Personen zu sprechen, weil man immer erstmal denkt, so, die Person ist so still, die hat bestimmt gar nichts zu sagen. Ganz anders. Die Person hat sich in der gesamten Zeit, in der sie nichts gesagt hat, unfassbar viele tolle Gedanken gemacht, die so viel sinnvoller sind als irgendein sprudelndes Wasser, was irgendeine Scheiße labert. So, Introversion, das kann eine Form von Intelligenz sein, in der man in einem bestimmten entscheidenden Moment mal weiß, was man besser nicht sagt, als was man sagt. Ich hoffe, das habt ihr gerade verstanden, aber es ist nicht immer das Klügste, direkt irgendwas zu sagen. Manchmal kann es auch klug sein, nichts zu sagen und hat damit schon maximal Intelligenz ausgedrückt. Im Übrigen, Introversion ist oftmals auch damit verbunden, dass man reif und entschlossen... Willst du mich heiraten? Sagst du einfach nix, weil du dir schon im Kopf Gedanken machst, okay... Ah, hier geht Geld weg, okay, da geht Geld weg, okay, für immer und ewig die Frau, das, ne, also, ne, weißt du, beim nächsten Mal, falls ihr einen Antrag bekommt, denkt erstmal drüber nach, ihr könnt ja die Antwort immer noch geben, es muss aber nie an den Tag sein, ihr könnt ja die Antwort später geben. Ne? Das kann ein unglaublicher Ruhepol auch sein, der von einem ausgeht. Wenn man jetzt mit einer Gruppe voller Leute abhängt, die total hektisch sind und immer rumspringen und alles, gerade in Situationen, die vielleicht auch ein bisschen aufreibend sind, und ihr seid die introvertierte Version, dann versucht es mal zu nutzen und eben als Ruhepol auf die gesamte Gruppe auszuwirken. Ihr werdet merken, die Leute werden euch lieben dafür. Ein gutes Beispiel bei Achterbahn. Ich hatte früher unglaubliche Angst vorm Achterbahnfahren, aber ich war nicht die Person, die so in der Schlange stand und die ganze Zeit rumgeschrien hat, oh mein Gott, ich trau mich nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ha, wir werden bestimmt abstürzen. Und ich war immer dann die Person so, in mir drin habe ich gedacht, ich werde gleich abkacken. Aber ich stand ruhig da so. Und ich habe mir gedacht so, ja, wird schon gut gehen. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Arten, wie man wirken kann. Das war eine kleine Zusammenfassung an Punkten, die dafür sprechen, dass es nicht immer schlimm ist, wenn man introvertiert ist. Vor allem aber, und das möchte ich sagen, ich habe auf YouTube sehr viele Videos dazu gesehen, wo irgendwelche selbsternannten Life-Coaches dazu motivieren, kommt aus euch raus, seid mehr extrovertiert. Und meiner Meinung nach, du musst dich im Leben nicht ändern. Natürlich, wenn du eine Person bist, die selbst mit den engsten Freunden Kontakten war, das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Wenn ich mit meinen engsten Freunden abhänge, dann bin ich auch eine verrückte Nuss. So. Dann laber ich viel Scheiße, dann bin ich laut, dann mache ich Unsinn. Wenn ihr eine Person seid, die jetzt selbst bei den engsten und vertrautesten super ruhig seid und niemals irgendwas sagen würdet, dann könnte es sein, dass ihr ein soziopsychologisches Problem habt. Dann solltet ihr das vielleicht mal untersuchen lassen, weil das ist nicht normal, das ist nicht mehr introvertiert, das ist super viel. Aber so wie die Durchschnittsintrovertierten sind, bei den engeren Leuten und bei Leuten, die man extrem gut kennt, da kommt man mal aus sich raus, ist man verrückt, man hat mal seine 5 Minuten. Aber so im Querschnitt und im Grundsatz einfach ein bisschen ruhiger, nicht mehr aus sich raus, das ist meiner Meinung nach. Persönliche Meinung ist genau richtig. Man muss sie immer abgehen. Leute, ich bin total gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Schreibt gerne einen Kommentar dazu. Das war mein kleiner Monolog. Es ist immer, jedes YouTube-Video ist ja auch ein Monolog, ne? Das war mein kleiner Monolog dazu, was ja Introversion mit einem machen kann und warum es cool ist, irgendwie introvertiert zu sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ganz liebe Grüße an euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Jetzt in 3, 4 Tagen kommt ein neuer Voice Talk online mit Loris. Freue ich mich sehr drauf. Euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Das ist das neue Google Phone. Oh, ich hab hier oben die ganze Zeit, Augenlider zucken. Also wirklich die ganze Zeit. Es macht, was du sagst. Und das schon ab 349 Euro. Google Pixel. Sieht man das eigentlich? Ist meine Augenlider ganz heftig? Also, sehr schönes Video. Gefällt mir. Ist auch für viele Leute, die introvertiert sind, definitiv eine schöne Motivation. Ja. Also, meine Meinung ist, er hat eigentlich alles gesagt, was man zu dem Thema sagen muss und kann. Also ich sehe es genauso. Ich sehe es wirklich genauso. Und stellt euch einfach mal vor, die Welt, jeder Mensch wäre extrovertiert. Jeder Mensch. Wirklich jeder. Jeder. Also Beispiel, ne, wenn hier unten mal Stress ist, kann ja mal passieren, wegen Alkoholikern oder sowas, haben wir bei uns hier gegenüber jemanden, der auch mal laut ist, der sagt dann mal aus dem Balkon so raus, ey, haltet jetzt die Fresse und sowas, ne, pipapo. Also, das ist aber, den kenne ich auch so ein bisschen länger, das ist so einer, der so ein bisschen, auch gerne im Rampenlicht steht, also ich würde schon sagen extrovertiert. Und stellt euch mal vor, so wär jeder, wirklich jeder. Also sobald unten eine Maus oder sowas quiekt, ey, halt die Fresse, ich rufe gleich die Polizei. Jetzt mal komplett übertrieben. Und ich finde das schön, weil introvertierte Menschen einfach einen großen Vorteil haben. Introvertierte Menschen
Nee, eigentlich, was heißt ein großer Vorteil? Introvertierte Menschen haben übelst viele große Vorteile, aber ich finde, einen großen Vorteil haben introvertierte Menschen wirklich, und das sage ich jetzt einfach, weil das so mein Empfinden war, wo ich in so einer Extremphase war. Deshalb ist es bei mir schwierig, mich da richtig einzuordnen, ne? Also ja, ich bin introvertiert, aber ich bin nicht mehr so krass in so einer Phase wie damals. Phase hört sich jetzt komplett falsch an. Aber es gibt so bestimmte Situationen, da bin ich auch mal ein bisschen chaotischer, ein bisschen lustiger drauf, auch mal bei fremden Menschen. Also es kommt immer so auf die Situation drauf an. Man könnte jetzt auch sagen, dass ich in dem Moment introvertiert bin und dass ich mir natürlich erstmal die Situation in Millisekunden angucke, könnte man natürlich jetzt auch sagen. Deshalb ist es schwierig, einzuordnen. Also vielleicht könnt ihr das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, introvertierte Menschen haben viel mehr Geheimnisse und das macht solche Menschen mega interessant. Also, die sagen halt nicht so viel. Man kann halt nicht so wirklich in die Gedanken reingucken, weil den meisten, heute hatte ich zum Beispiel in der Bahn, der hat seine Gedanken auch laut ausgesprochen, von wegen, oh ja, auf Arbeit habe ich mal ein bisschen Weed geraucht, so hat er sich auch aufgeführt. Wo ich mal so denke, ja, okay, schön für dich, will keiner wissen, und der hat es der ganzen Bahn gesagt. Und dann gibt es aber auch so Menschen, die man auch in der Öffentlichkeit sieht, die geben halt mega wenig Preis, aber ich finde das gerade auch bei Frauen so mega interessant, weil die kann doch in Wirklichkeit hier Sportlerin sein, die kann ja in Wirklichkeit hier schon die ganze Welt bereisen, das weiß man halt nicht, weil diese das ja nicht so schnell preisgibt. Und das finde ich halt schön, das herauszufinden. Ne? Ich würde jetzt wirklich mal sagen, bei mir, ich bin introvertiert, obwohl ich sagen muss, es ist so schwierig da. Ich finde das eh immer doof, Menschen einzuordnen. Und dann sagen, du bist das. Ich sag immer, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise anders. Jeder Mensch hat seine Macken, jeder Mensch hat seine Stärken, seine Schwächen. Und ja, jeder Mensch ist halt anders. Und das ist das Schöne daran, dass wir nicht alle gleich sind. Weil wenn wir alle gleich wären, wäre es, glaube ich, mega langweilig. Stellt euch mal vor, und ja, das klingt wie ein Horrorfilm, aber stellt euch mal vor, ihr würdet alle aussehen wie ich. Ja, richtig. Das wäre, also, ja, das wäre, kann man sich gleich die Kugel geben, ne? Also, ja, ich hoffe, natürlich Spaß. Also, ich weiß, ihr wollt doch alle nicht aussehen. dran bekommen. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr so drauf seid. Würde mich mal interessieren. Und vielen Dank für den Vorschlag. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.